Mist. Das ist nicht so geil. Gut, dann würde ich sagen, bombe hier mal eine weitere Hand von Nord. Dann werde ich tatsächlich mal ein paar von diesen Elite-Soldaten ausbilden. Dann sollen die mal gucken, ob wir da nicht die Dings mal ausgeschaltet kriegen. So, Benjis, ihr kümmert euch bitte mal um die Artillerie da, die leider gerade anfängt zu feuern. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. Primärgebäude. Stell dir vor, Eva, das habe ich auch tatsächlich vor, aber dafür muss ich erst einmal... Wird hergestellt. ...mir hier den Weg freikämpfen. Das ist nämlich das Blöde. Na? Na? Ich bin mal gespannt, ob hier irgendwo Flakfeuer kommt. Nee. Einheit bereit. Jo! Wunderbar! Sehr schön. Das war seine Artillerie. Aber zu seiner Hauptbasis, beziehungsweise zu seinem Kernstützpunkt wollen wir ja noch gar nicht. Erstmal wollen wir ja die ganze Tiberium-Scheiße hier aus dem Weg haben. Ich hoffe, ihr seid wirklich so Elite, wie es heißt. Wehe, wenn nicht! Dann gibt's auf die Fresse. Vom Chef persönlich. Einheit bereit. Ich hoffe, dass die diese Tiberium-Scheiße klein kriegen. Also diese mit den Tiberium-Adern. Ich finde die immer so kacke. Einheit bereit. Das müsste eigentlich gehen. Die gehen zu Fuß. Die dürfen nicht allzu viel wiegen. Nicht so viel wie ein Fahrzeug auf jeden Fall. Da ist ein bisschen gerollt. Schon wieder. Einheit bereit. Also dafür, dass Kabal Mutanten hasst, sind hier erstaunlich viele unterwegs. Aber erstaunlich viele. Einheit verloren. Einheit bereit. Alter. Ja, ich weiß, die Verluste geht richtig hoch. Ich muss sagen, wir haben Kabal schon gut in die Knie gekriegt anscheinend. Also mit Nord scheint es tatsächlich besser zu klappen als mit der GDI. Einheit bereit. Was mich, muss ich ja noch dazu sagen, ein wenig irritiert tatsächlich. Ihr seid Team 5. Einheit verloren. Team 5, ich würde gerne mal wissen, was sich auf diesem Hügel da befindet. Denn wenn ich nämlich richtig Einheit vermute bereit. Und es befindet sich da tatsächlich die Raketenbasis, dann kriege ich die Krise. Einheit verloren. Einheit bereit. Weißt, jetzt sagen so manche Leute, du kriegst aber verdammt auf eine Krise, ja? Einheit verloren. Einheit bereit. Aha. Aha! Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit bereit. Panzer! Raketen. Alle rüber! Bereitet. Sofort! Einheit bereit. Ziel draufhauen. Ich glaube, ich habe seine Raketenbasis gefunden. Ich glaube es allerdings nur. Das heißt nicht, dass ich es weiß. Stützpunkt wird angegriffen. Wo hat er zugeschlagen? Natürlich. Interessanterweise ignoriert er meine Raketenbasis. Das finde ich interessant. Meine Kraftwerke. Ja gut, er hat anscheinend schon ein bisschen angegriffen. Die Hand hält immer noch, okay. Gut, der Sammler sammelt schon mal nicht mehr. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, er hat seine Raffinerien anscheinend alle verloren. Wird gebaut. Also sammeln scheint für ihn erledigt zu sein. Es sei denn, es ist noch ein uralter Sammler von seiner GDI-Basis, die wir ja als erstes geplättet haben. Mädels, macht mal bitte die Artillerie platt. Räumt mal bitte unseren Brüdern in den Fahrzeugen den Weg frei. Einheit bereit. Mensch, Kabal, du hast ja schon lange nicht mehr gelacht. Was ist los? Ist dir das Lachen etwa vergangen, mein Freund? Ui, was haben wir denn da noch? Sehr schön. Mädels! Ich wollte gerade sagen, die Sammler dürft ihr gerne mitnehmen. Habe ich kein Problem mit. Gut, hier ist gar nichts. Da komme ich so ohne weiteres nicht ran. Ich traue Kabal richtig zu, dass ich dafür die Dings brauche. Sehr schnell. Die Teufelzungen. Entweder die Teufelzungen oder ein Ingenieur.
erwarte Anweisungen. Apropos Ingenieur, wir haben ja noch einen. Ah, er lacht immer noch. Obwohl er eigentlich gar nichts mehr zu lachen hat. Primärgebäude ausgewählt. Kabal, du hast eigentlich gar nichts mehr zu lachen, mein Freund. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. Ja. Elita, was macht ihr da eigentlich? Ihr habt zu tun, Jungs. Ihr habt zu tun. Ihr sollt das Tiberium hier vertreiben. Das habe ich mir gedacht. Natürlich kommen wir auf regulären Wege nicht dahin. War ja klar. Das wäre ja zu einfach gewesen. Einfach nur platt machen geht natürlich nicht. Einheit bereit. Das heißt, Plan B muss her. Und Plan B heißt Ingenieur... Ich dachte gerade, es wäre ein Tiberium-Wesen. Nee, es ist einfach nur ein Tiberium-Palme oder was das auch immer sein soll. Da ist der Arsch! Wollen wir mal den Arsch am Kacken halten, wa? Einheit bereit. Das ging wirklich sehr schnell. Wenn ich mal bedenke, wie der eine Bruder das eine Mal das ganz alleine hingekriegt hat. Also das war ja echt geil, der Moment. Ich habe echt nur da gestanden und nicht schlecht geguckt. Einheit bereit. Ich habe echt nur so gedacht, so, boah, geil, der hat das ganz alleine Einheit geschafft. Verloren. Einheit verloren hört sich ja gar nicht gut an. Tiberianische Teufel! Einheit verloren. Sehr schön. So, dieses Pupsloch ist schon mal weg. Das heißt aber nicht, dass alle Pupslöcher damit weg sind. Da geht's hoch, okay. Und da ist jetzt die Raketenbasis. Richtig? Na? Na? Einheit bereit. Nö, da ist gar nichts. Super. Da ist einfach mal nix. Einfach mal gar nichts. Erinnert mich so ein bisschen an Emperor, die Karte, muss ich tatsächlich sagen. Also Emperor Schlacht um Dune. Da war es ja tatsächlich auch so, da musste man seine Basis auf dem Hügel bauen. Während der die ganze Umgebung wirklich weiche Wüste war, wo sich die ganze Zeit diese blöden Sandwürmer rumtrieben. Oh, das war ein Albtraum mit den Viechern. Oh, was habe ich geflucht. Und vor allen Dingen, diese scheiß Würmer, die haben nicht mein Gegner, die haben nicht mal die gegnerischen Einheiten zum Schluss gefressen, sondern immer meine. Vor allen Dingen. Nicht die Gegner? Nö, schön die von mir. Ich habe auch gedacht, vielen Dank auch. Erobern Sie diese Station. Da habe ich mich verarscht gefühlt. Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. Ach, ich bin doch doof. Wartet mal kurz. Einheit bereit. Ich habe doch noch meine Artillerie, meine alte. Mensch. Die ist ja auch noch da. Ich muss echt sagen, seitdem ist es um Ja. Das ist das Einzige, was Kabal noch hat. Nur noch seine Raketenbasen. Dann war es das. Mehr hat er nicht. Es ist wie letztes Mal. Er hat nur noch seine scheiß Raketenbasis. Alles andere ist platt. Mehr hat er nicht. Das ist seine letzte Widerstandsgeschichte, die er hat. Alles andere ist vernichtet. Na, wo hat er raufgehauen? Mein Bauhof ist beschädigt, ja und? Okay. Ich bin verwirrt. Einheit bereit. Egal. Gut, dann fahr mal rein und erober die Hand von Nord. Mal sehen, was wir da vorfinden. Außer den Dings. Ich gehe mal davon aus, dass sich dort die Raketenbasen befinden. Einheit bereit. Wir brauchen mehr Panzer. Gegen den Kernverteidiger brauchen wir wesentlich mehr Panzer. Ich glaube, wir können uns jetzt schon auf den Kernverteidiger vorbereiten. Ich muss echt sagen, also die Nord-Mission. Die letzte Nord-Mission ist entspannter als die. Einheit verloren. Letzte GDI-Mission. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da hat er tatsächlich noch Artillerie stehen. Wie soll man da bitte hinkommen? So ohne weiteres. Einheit bereit. Ziel wählen. Ich feuer mal eine Streuerrakete dahin. Einheit bereit.
Das war schon mal eins der Geschütze. Ihr haut bitte das nächste Geschütz weg. Das der Gegner hat. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. Wo hast du, Mistsau, deine Raketenbasis sitzen? Also hier anscheinend nicht. Er hat zwar Kraftwerke da sitzen, aber das war es auch schon so ziemlich. Einheit bereit. Die Flak funktioniert noch nicht mal. Was ist denn da los? Was ist das denn für eine unzuverlässige Flak, die noch nicht mal funktioniert? Ah, hier gibt es auch keinen Ausgang, ne? Ein richtig schöner, innerlich geschlossener Bereich. Bestätigt. Sir? Muss ich schon sagen, werde ich schon ein Stück weit neidisch. Einheit bereit. Bereit, Sir. Bestätigt. Ich wollte gerade sagen, müsstest du den nicht reparieren können? Doch. Wenn die Schwester daneben landet, dann müsste das gehen. Ja, geht dann auch. Schon wieder ein Tiberium-Mutant, ey. Ja, Kabal lacht immer noch, obwohl er schon längst nichts mehr zu lachen hat. Ja, Mut des Verzweifelten, ne? Unsere Kohle wird auch immer mehr. Ich bilde nochmal ein paar Elite-Einheiten aus. Da kommt mir wieder dieser Spruch hoch, den damals, Einheit bereit. Eva in Renegade geklopft hat. Warnung, not Elite-Einheiten der schwarzen Einheit Hand beordnet. Bereit. Einheit könnt ihr euch daran verloren. Noch erinnern? An die Leute, die damals Renegade geguckt haben? Wahrscheinlich nicht mehr. Einheit verloren. Das ist schon so derart lange her. Wird gebaut. Was habe ich denn verloren? Einheit verloren. Ui. Einheit verloren. Das ist gemein. Einheit bereit. Das ist gemein. Einheit verloren. Das ist echt gemein. Einheit bereit. Ihr habt keine Munition mehr, oder? Doch, ihr habt nur sogar noch jede Menge Munition. Könnt ihr euch bitte auch mal um dieses andere Krabbelvieh da kümmern, dass es mal wegkommt? Steht ja immer noch. Der will einfach nicht sterben. Ich merke das schon. Er will einfach nicht sterben. Ich brauche noch weitere Elite-Einheiten. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. Ist gut, Eva, beruhige bereit. Dich. Dass dieses Riesenvieh da immer noch weiterlebt. Einheit bereit. Das ist echt ein Mysterium. Das Problem ist halt, dass Nod leider keine einzige Einheit hat, die leicht genug ist, um darüber Einheit zu gehen. Bereit. Außer Cyborgs. Und Cyborgs, die vernascht er mit Genuss. Einheit bereit. Mit Hochgenuss sogar. Einheit bereit. Ich jag mal die Elite-Einheit da durch. Ich will wissen, wo er seine verfickte Raketenbasis sitzen hat. Und wenn sie zumindest nur einen Flecken aufdecken. Ist mir völlig egal. Hauptsache, sie decken da was von auf. Dass ich da irgendwie BMT oder sowas hinschicken kann. Damit die da mal aufräumen. Oh, ich sehe gerade, ich habe Banshee verloren. Einheit bereit. Wird bauen wir gebaut. Doch gleich mal einen neuen. So, und jetzt zerstört bitte einmal dieses Ding da. Einheit bereit. Ja, ihr? Jo, sind ja ein paar Panzer zusammengekommen, ne? Einheit bereit. Die Elite-Einheiten werden noch gebaut. Einheit bereit. Sehr schön. Einheit bereit. Ich finde das interessant, dass die Flak hier nicht schießt. Normalerweise hätte die schon längst feuern müssen. Tut sie aber nicht. Einheit bereit. Hä? Ich dachte gerade, da ist was Blaues. Einheit bereit. Mist, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. In Ordnung, Sir. Wird erledigt. Na, gibt es hier irgendwo wie eine Brücke, von der ich nichts weiß? Die da natürlich auch rein zufällig zerstört ist. Ja, hier, siehst du, da haben wir schon. Brücke, die zerstört ist. Wohin führt die? Ja, Sir. Streurakete bereit. In ein Gebiet, wo wir momentan nicht hinkommen. Jawohl, beziehungsweise noch nicht. Kommen wir aber gleich hin. Erwarte Anweisung. Kein Problem. Den sortieren wir schon mal raus. Wird hergestellt. Du wirst nämlich da oben die Hand besetzen. Die da. Einheit bereit. Scheiße. Bestätigt.
lebt ja immer noch. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. Eva, ich glaube jetzt, selbst derjenige, der jetzt neu reingeschaltet hat, wird das schon mitgekriegt haben. Ich grüße übrigens ganz nebenbei, fällt mir gerade mal so ein, alle Zuschauer da draußen, die sich dieses Let's Play anschauen. Wie zum Beispiel den Andi, Andi the Dragon. Bad Wolf Andi, oder wie er sich jetzt inzwischen nennt. Ich weiß es nicht. Ich komme mit deinem neuen Namen, mit deinem Namensende rein, leider nicht so wirklich zurecht, Andi. Tut mir leid. Den Zipi grüße ich natürlich, die Sabrina Becker. Übrigens, ich muss mich beim Andi noch bedanken. Der hat ordentlich Werbung für mich auf Twitter gemacht, tatsächlich. Vielen Dank dafür. Du hast nämlich Werbung für mein Replay zu Crash 3 gemacht. Für Morrowind hast du Werbung gemacht. Ich glaube sogar mehrfach. Und für Tiberian Sun Feuersturm mit der GDI hatte ich gesehen. Und jetzt glaube ich auch gerade bei Crash 3. Was mich tatsächlich so ein bisschen überrascht hat bei Crash 3. Gebäude erobert. Primärgebäude ausgewählt. Ich glaube, da reichen so ein paar Bazookas. Ich glaube, da so viel müssen wir da nicht reinbrettern. Einheit bereit. Einheit bereit. Jo, wunderbar. Und gleich drei weitere, um die Energie zu erobern. Einheit bereit. Jo, wunderbar. Einheit bereit. Ach ja, ich brauche ja gleich noch einen. Hahaha. Ich habe ja den hier noch. Fällt mir gerade ein. Wo ist denn eigentlich, wo habe ich jetzt mein BNT eigentlich hingeschickt? Einheit irgendwohin, bereit. Ja. Super. Da ist mein Sammler. Also ich glaube, meine Sammler, die können jetzt überall auf der ganzen Welt rumreisen. Ich glaube, das macht ihnen gar nichts mehr. Ach, guck mal, da habe ich ja so sogar noch einen. Ja, Sir. Oder ich nehme den so lange. Motor an. Fahr mal bitte darüber. Ich will echt mal wissen, ob er da seine Raketenbasis hinter sitzen hat oder nicht. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass sie da sitzt. Natürlich bewacht, ist ja ganz klar. Ja, ja, Kabal, lach du nur. Du hast bald eh nichts mehr zu lachen, mein Freund. So, deine Energie habe ich dir auch schon mal geklaut. Sehr schön. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren. Deswegen habe ich da auch nämlich den Verdacht, dass er da hundertprozentig seine Waffenbasis, seine Raketenbasis sitzen hat. Das war nämlich bei der GDI-Kampagne ganz genauso. Also wie gesagt, ich grüße alle Zuschauer da draußen, auch natürlich die Marion, aka Sternenblut, die Sabrina Becker, ich war mit drin stehen geblieben, Entschuldigung. Wollte ja noch weitermachen. Wir brauchen Silos. Wir brauchen Silos inzwischen. Scheiße. Komm, dann bauen wir noch mal ein paar Maulwurfspanzer. Ja, hier. Bereit, Sir. Und die vorhandenen schicken wir mal los. Wird gebaut. Abgebrochen. Was hat er denn jetzt wieder angegriffen? Ah, wie er mein Heliport. Ich weiß, dass du meinen Heliport nicht magst. Das interessiert mich aber nicht. Einheit mein bereit. Freund. Ja, hier. Erwartet ein Problem. Brücke repariert. Sehr schön. Jungs, rüber! Wird hergestellt. Und meine Banshees können sich mal um diese scheiß Mutanten da drüben kümmern. Einheit bereit. Können wir nämlich das Gebäude auch bald besetzen. In Ordnung, Sir. Das einzige wackelige Gebäude, das jetzt noch vorhanden ist, ist das. Einheit bereit. Ach, ich hab wieder vergessen. Primärgebäude ausgewählt. In Ordnung, Sir. Lars, du Hammel. Mensch. Einheit bereit. Du solltest doch die Dings umsetzen. Einheit bereit. Jetzt habe ich da oben wahrscheinlich welche gebaut. Einheit ja. bereit. Mist. Sehr schön. Einheit bereit. Na, mal sehen, ob er da wieder seine Lieblingsdinger da sitzen hat. Einheit bereit. Bestimmt. Passt auf. Hat er bestimmt da sitzen. Kann ich mir bei Kabalen schwer anders vorstellen. Einheit das ist ja sein bereit. Markenzeichen. Diese blöde Einheit. Jawohl, Sir. Einheit bereit. Einheit bereit. Na, 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 na. Er lacht, ja. Das ist schön, dass er lacht. Aber er wird nicht mehr lange lachen, glaube ich. Jawohl, Sir. Da sehe ich schon mal Kraftwerke. Ja, ich wusste es. Ja, Sir. Los, los, Bewegung. Okay, er kann aber nicht immer drauf feuern, okay. Interessant. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes.
Sicherheitscodes die Verteidigungsanlage. Ja, da sind sie. Ich hab diese scheiß Raketen-Missviecher entdeckt. Ich wusste es doch. An irgendeiner Position, wo man nur schwer rankommt. Das war so klar. Das ist so typisch Kabal. Und überall diese blöden Mistviecher. Deine Tage sind gezählt, Tage Kabal. Jetzt kriege ich dich. Alte Mistsau. Es ist genauso, wie ich es mir gedacht habe. Genau da hat er sie sitzen. Möglichst weit weg von dir, damit du ja nicht rankommst. Du alte Ratte. Ja, super. Einheit bereit. Na, und die Flarak feuert, richtig? Ich wusste es. Natürlich feuert sie. Einheit bereit. Ja, das war klar. Einheit bereit. Ist jetzt ein reines Selbstmordkommando, ich weiß. Einheit bereit. Aber irgendwie müssen wir diese Scheißviecher wegkriegen. Einheit bereit. Die mit ihrem Fangnetzfeuer, das ist doch zum Kotzen. Mann! Die Teufelzungen bringen gegen die überhaupt nichts. Die sind so scheiße, die Teufelzungen, die taugen überhaupt nichts. Dann nehme ich lieber die Elite-Soldaten als die. Einheit verloren. Bin ich ja ganz ehrlich. Einheit bereit. Ich meine, ich könnte Jakobal natürlich ärgern, ne? Und zwar könnte ich ihn richtig ärgern. Hehe. Ich glaube, das mache ich auch. Ich weiß nämlich auch schon wie. Ihr vielleicht auch. Einheit verloren. Wird hergestellt. Ich zerstöre seine Raketenbasen nicht nur einfach. Ich erober sie. Und dann verkaufe ich sie. Dann hat er sie nämlich nicht mehr. Einheit verloren. Einheit bereit. Und die Jungs sollten jetzt auch tatsächlich ausreichen, um die Einheit da auszuschalten. Bereit. Das ist echt gemein. Das ist echt gemein. Ja, genau. Schieß auf deine eigene Raketenbasis. Geil. Oh, sie leben sogar noch zwei Banshees. Das überrascht mich jetzt ein wenig. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren. Ja, Eva. Inzwischen hat das wirklich jeder verstanden. Einheit bereit. Einheit natürlich. Bereit. Dass ich nie daran denke, die primäre Geschichte umzusetzen. Mann, ich vergesse das jedes Mal. Einheit bereit. Ey, umkehren. Raketenstart geortet. Ja, 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 es war deine letzte, Kabal. Das war deine letzte Rakete. Du hast bald keine mehr. Genieße es noch, solange du kannst. Bald hast du keine Raketen mehr. Dann sind deine Raketen nämlich meine. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, mein Gott, da kannst du ruhig angreifen. In Ordnung, Sir. Sind ja deine alten Kraftwerke. Jawohl, Sir. In Ordnung, Sir. Super. Ja, Sir. Na, immerhin, Großteil ist immer noch frei. So, weg damit. Los, Jungs! Macht uns stolz, Brüder! Kein Problem. Einheit verloren. Ja, ja, ja. Jo, wunderbar! Und jetzt zerstört die Flarak. Leute, wir kriegen Kabal! Ey, wie geil ist das denn? Das hätte ich nie gedacht, dass ich das schaffen würde. Gut, mit ein bisschen Überzug, aber hey, was soll's. Mein Gott. Dafür, dass ich die Kampagne vorher noch nie durchgespielt habe, nicht schlecht. Oh, schon wieder ein Viscaroid. Woher kommen diese ganzen Viscaroids? Ich baue mal einen Obelisk des Lichts. So, Kabal, du stehst doch so auf deiner Raketenbasen, ne? So viel zu deiner Raketenbasen, mein Freund. So viel dazu. Das war's mit deinen Raketenbasen. Auch die sind jetzt in unseren Händen. Wunderbar. Sammler wird angegriffen. Ah, ich finde das so geil. Abgeschlossen. Jetzt brauche ich die eigentlich nur noch erobern. Jetzt brauche ich die Dinger wirklich nur noch erobern. Dann ist es geschafft. So.
mit zu meiner Basis? Das lasse ich nicht zu. Jo, hervorragend. So muss das sein. So, unten brauchen wir ja tatsächlich... Eigentlich brauchen wir nur den einen, fällt mir gerade ein. Wird gebaut. Stimmt, wir brauchen echt nur den einen. Primärgebäude mal so ein. Ausgewählt. Geil. Bau wir brauchen abgeschlossen. Echt nur den einen. So, wir haben eine Panzerarmee. Wir bräuchten aber ein paar mehr Panzerarmeen. Ich glaube, eine Panzerarmee wird nicht reichen. Wird gebaut. Wir brauchen mehr Panzer, Sir. Primärgebäude so. Ausgewählt. Und gleichzeitig bilden wir noch mal ein paar Ingenieure aus. 5 Stück, um genau zu sein. Dann können wir nämlich gleich die Dinger mit besetzen. Und dieses Gebäude hier. Einheit bereit. Ist das schön. Wir schaffen das heute. Ist das geil. Wir können tatsächlich die letzte Mission der Bruderschaft erfüllen. Einheit ist bereit. Das toll. Ah, so, ihr seid Team 5 und Team Einheit 5 bringt bereit. Sich auch schon mal in Position. Gibt es nur diesen einen Zugang? Einheit bereit. Anscheinend, ne? Mensch. Dann sollte sich Team 4 auch auf den Weg dorthin machen. Dann werden wir alle unsere Panzer genau dort zusammenziehen. Denn dort Einheit wird wahrscheinlich bereit. Sein Kernverteidiger dann auch auftauchen. Ja, Sir. Und dann werden wir sie alle zusammen vernichten. Ist das schön. Einheit bereit. Herrlich. So, die Raketenbasis Gebäude brauchen wir nicht mehr. Erobert. Gebäude verkauft. So. Erobert. Dann bauen wir hier... Gebäude ausgewählt. Irgendwas habe ich jetzt in Auftrag gegeben. Nee, die brauche ich nicht. Dann bauen wir hier noch einen Ingenieur. Und danach baue ich da unten noch ein paar Bazooka-Infanteristen, damit die dann mit den Ingenieur zusammen das Ding dann platt machen können, also den Zaun da zerstören können, beziehungsweise Einheit die Barriere. Bereit. Und ja, dann brauchen wir nur noch Kabal überrennen. Wird hergestellt. Und dann war's das. Einheit dann haben wir es geschafft, Freunde. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren. Finde ich total Sie interessant, dass das Ding mittendrin in diesem Tiberium-Gedöns steht. Ich hoffe, dass die Panzer Einheit reichen. Ich hoffe bereit. Es echt. Wird gebaut. Alter. Einheit Alter, das sind ein paar Panzer zusammengekommen, ja. Einheit bereit. Nur ein paar. Ein paar wenige, mein Gott. Ist doch gar nichts. Kleines Verbändchen. Einheit bereit. Alter. Also ich denke mal, mit den zwei Parts, die ich jetzt noch dazu aufnehmen werde, oder ich schneide das zu einem zusammen, mal gucken, dürfte das jetzt ungefähr mal sehen. Wir haben 11 Parts vorher gehabt, eine ziemlich ungerade Zahl. Plus die 6 Parts sind wir bei 17. Also vielleicht ein oder zwei Parts dazu sind wir, ja, bei 8. 18, 19 Einheit Parts. Bereit. Aha! Oh! 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 Was sehen wir denn da? Kabal! Guck an! Der feine Herr, also die Ionkanone. Tja, so ein Scheiß aber auch, die nützt dir nichts mehr. Das tut mir aber sowas von überhaupt nicht leid. Oh, so ein Scheiß aber auch. Kannst deine geliebte Io-Kanone nicht gegen mich einsetzen. Oh, das tut mir aber sowas von überhaupt nicht leid. Nein, noch nicht komplett reinfahren. Nicht komplett reinfahren, Leute. Ey, fahr zurück, Mensch. Alte Wildsau. Der Endkampf kommt nur früh genug. So, ihr geht bitte dahin. Bringt euch in Position. Wir speichern schon mal ab und der Glück ist das geil. Wir fertigen noch weitere Panzer an. Nummer 1. Nummer 2. Codefragment sichergestellt. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch ein Codefragment, das ist da drin. Dann kommt sein Kernverteidiger, der kriegt auch noch auf die Fresse. Einheit bereit. Baue sogar extra noch mal 2 Benjis dazu. Ach ja, und die Raketen habe ich. Die Rakete habe ich ja auch noch. Die kriegt so hart auf die Fresse. Alter. Stimmt ja, die Raketen habe ich ja auch noch. Alter, der kriegt so hart auf die Fresse gleich. Herrlich.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte auch schon Port Royal 3 gesagt. Also ich werde schon mal ein bisschen mein Resümee ziehen. Feuer, also sowohl Tiberian Sun als auch Feuersturm haben mich tatsächlich positiv überrascht. Muss ich tatsächlich zugeben. Hätte ich damals nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Weil damals, weiß ich nicht, irgendwie konnte ich damals nicht so viel damit anfangen. Aber heute kann ich tatsächlich sagen, ja, ist eine schöne, gelungene Fortsetzung zu Teil 1. Gut, grafisch hat sich jetzt vielleicht nicht unbedingt so wahnsinnig viel verändert. Ein bisschen was hat sich vielleicht geändert, aber nicht so viel. Ja, ich finde es auch gut, wie gesagt, dass sie diese Andeutung auf den ersten Tiberium-Krieg, dass sie die mit reingebaut haben. Das kommt später auch keinem Command & Conquer danach mehr vor. Also das ist wirklich nur hier so. Diesen einen Teil, wo auf einen anderen Teil angedeutet wird. Was ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen schade finde. Die Musik ist natürlich wieder gelungen, wovon wir übrigens die ganze Zeit schon nichts mehr hören. Das finde ich so ein bisschen schade. Warum hören wir nichts von der Musik? Das fällt mir jetzt erst auf. So, spielen wir mal Not Crush. Das passt ja ganz gut. Denn wir werden gleich jemanden crushen, nämlich Kabal, den alten Verräter. So. Gut, da würde ich mal sagen, halt mal. Ich sollte vielleicht noch die Banshees gruppieren. So, Gruppe 5. So, und dann würde ich mal sagen, dann wollen wir mal Kabal platt machen, wa? Lasst es uns beenden. Ziel wählen. Kontrollstation erobert. So. Codefragment sichergestellt. Jetzt gibt's auf die Fresse, Kabal. Aktiviere Verteidigungsprotokoll Verteidigung. Empfange Nachricht. Vorwärts, Panzer! Zerstört ihn! Unerwartet. Habe ich mir gedacht. Los, macht ihn fertig! So wie die Titanen damals den Verteidiger niedergestreckt haben. Macht ihn fertig. Das sieht doch super aus, Freunde. Jawohl. Und das war's für den Verteidiger. Jawohl. In die Fresse. So muss das... Der hat da noch zwei Cyborgs. Wie süß ist das denn? Einheit verloren. Los, Panzer! Zerstört seine letzten Kraftwerke! Die sind so zahlreich, dass sogar das Spiel kurz einhakt. Alter! Das kommt aber auch nicht sehr häufig vor. So, das war schon mal dein Schwanz, Kabal. Also dein, ne? Soll ja ein Skorpion mehr oder weniger repräsentieren. Mehr oder weniger, wie gesagt. So, und jetzt den anderen Obelisken. Kabal-Obelisk, ja. Das glaube ich auch. Und tschüss. Und jetzt kommen deine Kraftwerke an die Reihe. Die brauchst du nicht mehr, Kabal. So. So viel zum Thema, die KI ist der Menschheit überlegen. Das war ja wohl nix. Sehr gut, das ist jetzt blöd gelaufen, aber egal. Wir haben Kabal! Wie geil ist das denn? Bei der Berechnung der feindlichen Fähigkeiten. Neuberechnung initialisiert. Zu spät, Kabal! Dein Ende ist gekommen. Und auch das Ende dieses Let's Plays, liebe Freunde. Speichere mit euch nochmal zusammen ab und dann besiegeln wir Kabals Schicksal. Yes! Erfolgreich. Geschafft! Ja! Heute haben wir die größte Bedrohung für den Fortbestand unserer Nordbruderschaft ausgeschaltet. Wir haben den Wahnsinn von Kabal mit Gewalt beendet. Nun beginnt eine neue Ära. Wir sind stark. Wir sind unbesiegbar. Wir sind die Zukunft und die Hoffnung aller Menschen.
Nord ist weiter eine vereinte Macht. Mit einer Vision und einem Propheten. Wir stehen stolz zu den Idealen Kanes. Frieden durch Macht. Wenn Kane zurückkehrt, werden wir für immer und ewig unbesiegbar. Im Namen von Kane. Kane lebt im Tod. Im Namen von Kane. Meine Vision hat sich verändert. Meine Pläne hatten ein Bündnis der GDI mit Nord nicht vorgesehen. Unsere Vorgaben müssen aktualisiert werden. Oh, wir haben es geschafft. Das war's. Das war's mit Tiberian Sun. Und Tiberian Sun, Feuersturm. Wie gesagt, ein gelungener Nachfolger. Und wir haben gerade die Cutscene gesehen. Kane war die ganze Zeit in der Gefangenschaft von Kabal. Mehr oder weniger in der Gefangenschaft. Ich weiß es nicht genau, was es auf sich hat. Es bestärkt aber die Vermutung, die ich im Grundspiel habe. Nämlich, dass der Kane, der sich zeigt, gar nicht der echte Kane ist, sondern vielleicht ein Klon. Weiß man ja nicht. Also ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass der Kane im Grundspiel ein Klon ist. Also der, der keine Maske trägt. Und der, der die Maske trägt, ist der echte Kane. Warum trägt er die Maske? Also angeblich soll es ja eine medizinische Maske sein. Also sie soll ja seinen Heilungsprozess da in Gange setzen. Aber vielleicht ist es nicht nur eine Heilungsmaske. Vielleicht ist das auch gleichzeitig seine Verbindung zu Kabal. Man weiß es nicht. Diese Katze war auf jeden Fall gerade eben sehr interessant mit der Verbindung von Kane und Kabal. Man darf gespannt sein. Also der nächste Tiberium-Teil wird dann sein Tiberium Wars, wo es richtig viele Veränderungen gibt. Vor allen Dingen, das wird dann das erste Tiberium-Spiel sein, das dann auch ohne Westwood ist. Dann nämlich mit EA direkt. Aber bis dato kommt erstmal Van Helsing. Das letzte Projekt des 10. Letschnackens. Und danach, denke ich mal, kommt erstmal ein neues Letschnacken. Und ich denke mal, als nächster Command & Conquer Teil, ich habe schon halbwegs gesagt, wird dann sein Alarmstufe Rot Teil 2. Wir sind jetzt erstmal mit dem Tiberium-Universum durch und danach kommt wieder Alarmstufe Rot und dann sehen wir weiter. Und liebe Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei den Leuten, die wirklich alle Kampagnen von Tiberian Sun geguckt haben oder vielleicht auch nur zwei Kampagnen oder auch nur eine Kampagne, völlig egal. Wenn ihr überhaupt vorbeigeschaut habt, dann freue ich mich schon riesig. Vielen, vielen, vielen Dank an euch und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt dann wieder, in dem Fall Van Helsing. Oder aber spätestens dann beim nächsten Command & Conquer, dann bei Alarmstufe Rot 2. Aber bis dato bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch nochmals und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr es gucken werdet. Und ich sage nun, euer Viperfell sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.